willkommen zu unserem Vortrag zum kompetenzorientierten Prüfen im Zeitalter von KI-Schreibtools. Ich zeige Ihnen einmal kurz, was wir heute vorhaben. Und zwar natürlich erstmal, um Sie da abzuholen, worum es eigentlich geht. Das Beispiel ChatGPT, bei vielen ja jetzt auch schon bekannt. Witzigerweise, als wir diesen Vortrag geplant haben oder eingereicht haben, da gab es ChatGPT noch gar nicht. Da wollten wir das an einem anderen Beispiel machen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber durch ChatGPT ist es natürlich nochmal dringender geworden. Ich würde einmal kurz, um alle abzuholen, etwas zum Hintergrund solcher KI-Schreibtools sagen. Wie funktionieren die? Um dann auf Schreibkompetenzen einzugehen und ein paar Reflexionsanregungen zu geben, wie man Schreibkompetenzen jetzt für sich betrachten kann. Und daraus wird Julia Philipp für Sie dann ein Beispiel zeigen, wie man jetzt Prüfungskriterien entwickeln kann, die solche Tools auch mitdenken und dann in ein Fazit und einen Ausblick übergehen. Genau, es geht um ChatGPT hier als Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen das mittlerweile auch mal gesehen, sich vielleicht sogar auch selber schon angeguckt haben. Es ist ein Chatbot, dem man Fragen stellen kann oder andere Art von Input geben kann und daraufhin wird Text generiert, der manchmal etwas oberflächlich ist, aber in der Regel eigentlich sehr gut klingt, also sehr menschlich klingt. Wir sprechen da auch von natürlicher Sprache, die da ausgegeben wird, also ja, es klingt halt so, als hätte es ein Mensch es geschrieben. Hier in dem Beispiel habe ich jetzt mal gefragt, was ist generative KI und eine Antwort bekommen. Man kann das Tool aber auch für ganz unterschiedliche Sachen nutzen, wenn man sich jetzt den Schreibprozess anguckt. Es geht auch für sowas wie Programmiercode und so weiter, aber uns interessiert natürlich jetzt vor allem das wissenschaftliche Schreiben im Lehrkontext. Und auch da kann es auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden. Ich habe hier mal als Beispiel, es geht immer um Z-Standardisierung, also ein statistisches Verfahren. Ich habe mal versucht, verschiedene Sachen dann von ChatGPT generieren zu lassen, zum Beispiel eine Paraphrase. Da habe ich einfach aus Wikipedia dann was rauskopiert und paraphrasieren lassen. Es geht auch Stilumformulierung. Also ich habe einen umgangssprachlichen Satz formuliert und mir den dann wissenschaftlich wieder ausgeben lassen. Man kann eben Wissen nach Wissen fragen. Man kann sich auch Argumente ausgeben lassen, zum Beispiel, was sind die Vor- und Nachteile der Z-Standardisierung. Man kann sogar sich mögliche Forschungsfragen ausgeben lassen und dann gucken, was könnte davon eine tatsächlich passende Forschungsfrage sein. Das heißt, wir sehen hier, dass die Anwendungsmöglichkeiten schon relativ vielfältig sind. Bevor wir aber dann jetzt auf die Schreibkompetenzen gucken, würde ich gerne etwas zum technischen Hintergrund sagen. Wie funktioniert das? Denn es ist ganz wichtig zu verstehen, wie das funktioniert, um auch einordnen zu können, was kommt da eigentlich raus und wo sind auch die Grenzen dieser Systeme. Und es ist so, dass das, was hinter ChatGPT steht, ist ein sogenanntes großes Sprachmodell. Und wenn wir von Sprachmodellen sprechen, dann meint das eigentlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt, es wird ausgegeben oder berechnet, wie Wörter sich zueinander verhalten. Zum Beispiel, in welchen Kontexten sie zusammen auftreten, oder welches Wort auf ein anderes folgt. Also ne, Sie können sich das wirklich wie so eine statistische Berechnung vorstellen, wo dann auf das nächste Wort immer berechnet wird, okay, jetzt ist es wahrscheinlich, dass dieses Wort darauf folgt. Trainiert werden solche großen Sprachmodelle, von denen ChatGPT auch nur ein Beispiel ist, mithilfe von Verfahren des maschinellen Lernens anhand sehr großer Datenkorpora. Bei ChatGPT beispielsweise war das erstmal ein, also das zugrunde liegende Sprachmodell ist GPT 3.5 und das wurde trainiert anhand von ganz vielen Texten aus dem Internet und dann nochmal nachtrainiert mit Menschen, um halt diesen Chatbot zu erhalten, den man jetzt bei ChatGPT hat, der dann möglichst menschlich klingende Antworten gibt. Dabei wird dann durch Zufallsvariablen forciert, dass, also eigentlich müsste man sich das ja deterministisch vorstellen, wenn es halt statistisch das wahrscheinlichste Wort folgt, müsste ja eigentlich mal das Gleiche rauskommen. Es wird aber gewürfelt, wie man zurzeit schön sagt, und dann kommt eben immer ein neuer und einzigartiger Output. Was eben auch dazu führt, dass diese Texte, die da rauskommen, in der Regel nicht reproduzierbar sind und auch nicht auf andere Texte zurückführbar sind. Denn das Modell liest nicht irgendwie die Texte aus, die es hat in seinen Daten, sondern es hat nur Wahrscheinlichkeiten anhand dieser Texte gelernt. Das hat verschiedene Konsequenzen. Viel diskutiert sind dabei zurzeit die sogenannten Datenhalluzinationen. Also da kommen auch einfach falsche Informationen raus. Im wissenschaftlichen Kontext beispielsweise falsche Quellen. Also dann kriegt man zum Beispiel, wenn man nach einem Artikel von einem Thema sucht, dann etwas raus, wo vielleicht tatsächlich die AutorInnen
zu dem Thema geforscht haben. Es ist ein plausibel klingender Titel. Auch das Journal gibt es vielleicht, aber wenn man dann tatsächlich danach sucht, dann gibt es das in der Regel nicht. Und das ist dem System eben inhärent, so wie es derzeit funktioniert. Ich habe versucht, das mal in diesem Venn-Diagramm darzustellen. Also wir haben sozusagen Aussagen, von denen wir sagen würden, das sind irgendwie richtige Aussagen oder korrekte Sachverhalte, korrekte Informationen. Und dann haben wir einen großen Pool von Aussagen, die wahrscheinlich sind und die decken sich oft. Also das, was wahrscheinlich ist, ist oft auch das, was stimmt, aber eben nicht immer. Und ChatGPT bewegt sich derzeit halt ganz auf dieser Seite der wahrscheinlichen Aussagen. Ein weiteres Problem, was wir immer haben, wenn wir über maschinelles Lernen sprechen, ist der sogenannte Bias, das heißt Verzerrungen, die mitgelernt werden anhand dieser Datenkorpora, die dem Modell zugrunde liegen. Das ist bei Sprachmodellen, wenn Sie sich vorstellen, die wurden anhand vieler Texte aus dem Internet trainiert, dann können Sie sich vorstellen, welche Stereotypen und Weltbilder da vielleicht mitgelernt werden, in Anführungszeichen, und dann eben zu Verzerrungen führen. Weil wenn man genau hinschaut, also natürlich, was da direkt einfällt, sind sexistische und rassistische Stereotype beispielsweise. Aber auch im wissenschaftlichen Kontext ist das sehr wichtig. Da können das auch manchmal ganz subtile Sachen sein. Also zum Beispiel habe ich mit mittelalterlicher Literatur gearbeitet und hatte ChatGPT dann nach Texten gefragt und da kam es immer mit Autor und Titel. Und so funktionieren mittelalterliche Texte gar nicht. Aber das ist halt etwas, was das Modell gelernt hat. Wenn nach Texten gefragt wird, dann ist es meistens ein Autor und ein Titel. Aber so funktioniert es gar nicht. Das heißt, auch im wissenschaftlichen Bereich können da subtile Verzerrungen drinstecken. Okay, so viel zum technischen Hintergrund. Was wir uns heute aber eigentlich angucken wollen, ist, wie kann man sowas jetzt einsetzen? Was passiert, wenn wir sowas einsetzen? Und ich komme aus der Schreibdidaktik und beschäftige mich natürlich viel mit Schreibkompetenzen. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, also abgesehen davon, dass zum Schreiben halt viel dazugehört, das hat man ja auch auf der Folie gesehen, ne, einen Text zu verfassen, kann halt paraphrasieren, stilistische Korrekturen, Wissen, Argumente und so weiter alles enthalten. Also das Schreiben an sich ist schon sehr vielfältig und es hat auch vielfältige Funktionen. Und zwar geht es nicht eigentlich einfach nur darum, dass am Ende ein fertiger, guter Text da ist, oder darum geht es halt nur in bestimmten Kontexten, sondern es kann auch ganz viele andere Funktionen haben. Zum Beispiel in der Wissenschaft ist es die Kommunikation von Forschungsergebnissen, einen Diskurs herzustellen, indem man sich auf andere Texte und andere Forschungsergebnisse beziehen kann. Es ist auch Ergebnissicherung, also diese Ergebnisse auch längerfristig überhaupt verfügbar zu halten. In vielen Fächern ist das Schreiben auch ein Denkinstrument, also während ich schreibe, kann ich überhaupt erst Ideen schärfen und komme auf neue Ideen und ja, helfe mir damit selber beim Denken. Es ist ein Lerninstrument, um zum Beispiel Inhalte besser zu verinnerlichen, indem ich sie aufschreibe und oft vergessen, aber Schreiben kann natürlich zum Beispiel auch Spaß machen. Und das ist jetzt auch nur ein Ausschnitt von all den möglichen Kompetenzen, die es haben kann. Und weil das eben für die Wissenschaft so vielfältige Funktionen hat, ist das Vermitteln und Prüfen von Schreibkompetenzen eben auch so ein wichtiger Teil der wissenschaftlichen Ausbildung. Und das ist natürlich auch das, was jetzt zu so viel Aufruhr geführt hat, nämlich was passiert, wenn solche Tools wie ChatGPT oder andere da irgendwie mitmischen, in Anführungszeichen. Und um sich dieser Frage mal zu nähern, okay, was heißt denn Schreibkompetenz und warum? Also warum gibt es eigentlich auch diese Idee davon, ja, wir müssen irgendwie beim Alten bleiben oder wollen wir das auslagern, um sich da so ein bisschen dem zu nähern, was es eigentlich bedeutet, wenn wir solche Tools einsetzen, habe ich hier so ein paar Reflexionsfragen mitgebracht, die ich einmal am Beispiel paraphrasieren mit Ihnen durchspielen möchte. Und zwar könnte man sich fragen, okay, was ist es eigentlich, was uns das Paraphrasieren sozusagen bisher gebracht hat? Also, wie sind wir bisher an Schreibaufgaben wie zum Beispiel das Paraphrasieren herangegangen? Welche Hilfsmittel haben wir bisher genutzt und was wurde dabei eigentlich gelernt? Und für das Beispiel Paraphrasieren könnte man jetzt sagen, okay, wie bin ich bisher daran gegangen? Ich habe zum Beispiel einen Abschnitt erstmal gelesen, dann habe ich versucht zu verstehen, was da eigentlich drinsteckt, habe versucht, es dann in anderen Worten wiederzugeben. Was sind Hilfsmittel, die ich bisher genutzt habe? Ich habe vielleicht mit anderen gesprochen, um überhaupt zu verstehen, was in diesem Text halt drinsteht. Wenn ich halt keine Ahnung habe, hier, verstehst du das, kannst du mir helfen? Und dann nochmal zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt anders wiedergeben? Ich habe vielleicht gegoogelt nach Synonymen oder hatte vielleicht sogar noch ein Synonym-Wörterbuch zur Hand. Das sind vielleicht Hilfsmittel, die man da schon genutzt hat.
Und was wurde dabei jetzt gelernt? Ein wichtiger Punkt beim Paraphrasieren ist, zu lernen, dass es eigentlich unterschiedliche Wege gibt, ein und dieselbe Idee auszudrücken. Das ist für Studierende oft wichtig, weil man oft diese Reaktion hat, dass Studierende auch so ein bisschen Angst haben vor der Paraphrase. Das führt dann oft dazu, dass man Hausarbeiten hat, in denen sehr viele wörtliche Zitate sind, was oft aus so einer Unsicherheit herauskommt. Kann ich das überhaupt so gut wiedergeben? Kann ich, also ich könnte nie diesen Gedanken, den irgend so eine Wissenschaftlerin halt formuliert hat, kann ich selber nie so gut wiedergeben. Und durch das Paraphrasieren lernt man eben, dass das tatsächlich geht und dann eben auch diesen Inhalt oder das Konzept, was da drin steckt, überhaupt auch erst für sich zu verstehen und zu sehen, okay, ich kann es auch selber ausdrücken. Und dabei hat man natürlich dann auch ein tieferes Verständnis des Konzepts oder der Idee, die man dann versucht, neu auszudrücken. Und vielleicht erinnert man sich hinterher sogar besser an den Inhalt. Das wären so mögliche Lernerfolge, die man hat, wenn man paraphrasieren auf die herkömmliche Weise macht. Und jetzt könnte man gucken, okay, was ändert sich denn eigentlich, wenn ich das Gleiche jetzt mache, aber zum Beispiel mit ChatGPT? Und dann eben diese Fragen, was hat sich geändert und was wurde jetzt gelernt? Was hat sich geändert? Es ging wahrscheinlich schneller. Also ich habe es halt einfach eingegeben bei ChatGPT und dann hat er mir direkt was rausgegeben. Vielleicht ändern sich auch noch andere Sachen, das kann man dann ausprobieren. Was wurde dabei gelernt? Ich glaube, was man da immer noch lernt, ist, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dieselbe Idee auszudrücken. Auch das sieht man dann ja, wenn man diese Produkte miteinander vergleicht. Zudem kann auch die kritische Betrachtung dieses Ergebnisses, ne, also ich gucke, hat ChatGPT wirklich das wiedergegeben, was ich denke, was auch im Originaltext drinsteht. Auch das kann zu einem tieferen Verständnis und zu einer tieferen Auseinandersetzung mit diesem mit der Paraphrase führen oder mit der Idee, die dahinter steckt. Und was vielleicht Neues hinzukommt, ist es, dass man gute Prompts formulieren muss. Das ist mir selber passiert, als ich es auf Englisch versucht habe und gemerkt habe, also wenn ich sage, paraphrasiere es in einem scientific way, dann kam was nicht so Passendes raus. Aber wenn ich dann gesagt, academic writing style, dann kam tatsächlich dann was Gutes raus. Das heißt, man muss auch lernen, wie man das rauskriegt, was man möchte. Und mit solcher Art von Fragen, die man dann auf einzelne Tätigkeiten im Prozess anwendet, kann man für sich halt rausfinden, okay, was möchte ich eigentlich, was meine Studierenden lernen und lernen sie das dadurch? Oder was genau lernen sie dadurch, wenn sie es so machen? Und das führt uns eigentlich zu der Frage, die sie eigentlich immer haben, wenn sie sich mit guter Lehre beschäftigen, dass sie sich für sich nämlich nochmal fragen müssen, was möchte ich denn, welche von diesen Kompetenzen mit Tool, ohne Tool, möchte ich eigentlich, dass meine Studierenden erwerben? Und sich dann zu überlegen, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich gucken, also wie möchte ich, dass die das erreichen, was sie ohne Tool bei der Paraphrase lernen oder mit Tool? Und wie kann ich das dann umsetzen? Und dann natürlich zu gucken, wie kann ich das jetzt prüfen und wie ändern sich vielleicht auch Prüfungskriterien? Und damit gebe ich ab zu Julia Philipp zum Teil Prüfungskriterien entwickeln. Dankeschön. Genau, also wenn wir vom kompetenzorientierten Prüfen sprechen, dann sprechen wir immer darüber, dass wir die Prüfungsleistung anhand von Kriterien messen. Und dafür eignet sich besonders gut ein analytisches Kriterienraster mit dem Versuch einer größtmöglichen Objektivität. Also auch wenn wir uns dieses theoretische Idealkonstrukt des Constructive Alignments zu Hilfe nehmen und Kompetenzorientierung anstreben, wird es nie der Fall sein, dass wir hundertprozentig objektiv sind. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht mit 4 Kriterien, die aus einer Klausurbewertung stammen. Das heißt, hier haben wir 3 Erwartungsniveaus formuliert und eben 4 Kriterien. Und analytisches Kriterienraster heißt eben, dass nicht die Arbeit als Ganzes in einem bewertet wird, sondern dass wir anhand der unterschiedlichen Kriterien gucken können, ob welches Erwartungsniveau jeweils erfüllt wurde. Solche Kriterienraster können auch 4 Erwartungsniveaus haben. Das ist jetzt gar nicht der Punkt. Und es ist jetzt auch gar nicht wichtig, was hier im Detail tatsächlich steht, sondern was wir ja machen wollen, ist uns das jetzt anzugucken in Bezug auf das Beispiel der Paraphrase. Und da habe ich jetzt eine Folie mitgebracht, die Sie sich auch gerne etwas länger anschauen können. Und zwar geht es darum, was hatten wir denn früher als Kriterium? Also ich bin jetzt in der oberen Tabelle. Wenn wir da von Paraphrasieren als Kriterium gesprochen haben, dann ging es uns darum, dass die Zitate vollständig mit passenden Worten paraphrasiert werden und eindeutig verständlich wiedergegeben werden. Das ist so die
voll erfüllte Erwartung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir zum Beispiel keine passenden Worte in der Paraphrase und damit auch keine adäquate Wiedergabe. Wenn ChatGPT oder andere Programme uns jetzt das Paraphrasieren bzw. den Studierenden das Paraphrasieren abnehmen, müssen wir eben gucken, wie können wir diese Kriterien anpassen. Und da haben wir jetzt in der unteren Tabelle zwei Beispiele mitgebracht. Zum einen war schon von den Eingaben, also von den Prompts, die Rede. Das heißt, wir können uns angucken, können die Studierenden die Prompts richtig formulieren, um gute Paraphrasen zu bekommen. Das Beispiel der Scientific Way und Academic Writing Style wäre jetzt da zum Beispiel ein Beispiel. Und dann können wir das eben auch wieder aufdröseln in die unterschiedlichen Erwartungsniveaus und da entsprechende Kriterien formulieren, also Deskriptoren hier für diese Tabelle finden, anhand derer wir dann jede einzelne Prüfungsleistung bewerten können. Das Gleiche ist, wenn wir sagen, wir nutzen KI, um Paraphrasen zu generieren und wollen, dass die Studierenden diese kritisch betrachten. Auch dann können wir unterschiedliche Deskriptoren formulieren für diese Erwartungsniveaus. Das heißt einfach, ist das jetzt eine gute studentische Leistung oder ist das eine mittelgute oder eine schlechte studentische Leistung? Und so ist es dann nicht nur für die Paraphrase, sondern so ist es dann auch für alle anderen Kriterien, die wir zur Bewertung dieser Prüfungsleistung, also dieser schriftlichen Arbeiten von Studierenden anlegen wollen. Genau, das lassen wir nochmal kurz wirken. Wie gesagt, die Präsentation oder der ganze Vortrag wird ja auch später zu sehen sein. Auch dann können Sie natürlich nochmal stoppen und sich das genauer anschauen. Denn wenn wir jetzt überlegen, was heißt das für uns, beziehungsweise erst einmal, was heißt das für unsere Prüfungskriterien, die wir brauchen, dann bedeutet das, wir müssen tatsächlich jetzt einmal Zeit investieren, um neue Kriterien festzulegen und neue Deskriptoren festzulegen. Und dabei müssen wir Schritt für Schritt vorgehen. Dafür ist so ein Raster eben sehr hilfreich. Wenn wir diese neuen Kriterien nutzen, dann können wir auch KI-gestützte schriftliche Hausarbeiten zulassen. Und es wäre illusorisch zu glauben, dass wir das in irgendeiner Weise verbieten oder verhindern können. Gleichzeitig müssen wir natürlich diese Kriterien auch permanent selber im Blick behalten, weil neue technische Entwicklungen bedeuten natürlich mitunter auch, dass wir neue Implikationen haben für unsere Kriterien. Das heißt, wenn wir vielleicht früher so ein Kriterienraster 10 Jahre lang verwendet haben, weil sich nicht so viel geändert hat, kann es jetzt sein, dass mit neuen technischen Entwicklungen wir nach einem Jahr die Kriterien auch wieder verändern müssen. Und natürlich Constructive Alignment, wir hatten es ja im Bild, wir müssen den Erwerb dieser neuen Kompetenzen in der Lehre auch aktiv fördern. Was sind gute Prompts zum Beispiel? Was ist eine kritische Betrachtung einer Paraphrase? All das müssen wir in der Lehre aktiv einbinden. Und damit stellen sich für uns als Gesamtfazit einfach Fragen, die wir uns für die Lehre stellen sollten, die auch jetzt nicht komplett ganz neu sind. Welche Kompetenzen bzw. welche neuen Kompetenzen können die Studierenden erwerben? Welche sollen sie auch erwerben? Und welche Art des Lernens braucht es dafür? Wie lassen sich diese Lernprozesse sichtbar machen? Und wie übersetzen wir eben diese Lernprozesse und die Kompetenzen in Kriterien? Und das war's auch schon mit dem Vortragsteil. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Und jetzt schauen wir mal durch den Chat, beziehungsweise wenn Sie sich melden, können wir Sie auch gerne dran nehmen für Fragen. Und vielen Dank für die vielen klatschenden Hände. Ja, auch von meiner Seite aus danke. Und ich habe schon, während Julia jetzt gesprochen hat, auch schon in den Chat geguckt. Eine Frage war, ob sowas schon Anwendung findet. Also ich glaube, das war auf die Kriterien bezogen. Ich glaube, das wissen wir nicht. Also wir haben jetzt, glaube ich, noch nicht mit Lehrenden gesprochen, die das machen. Ich weiß, dass viele Lehrende über genau sowas auch schon nachdenken. Und ich würde das auch befürworten. Und natürlich, also wir sind jetzt von einem Zentrum für Wissenschaftsdidaktik an der Uni Bochum. Und da kann man sich auch immer Hilfe holen, wenn man zum Beispiel sich über Kriterien für eine Bewertung Gedanken machen will. Da unterstützen solche Zentren natürlich auch gerne.
Eine weitere Frage war nach, wie das bei einem Essay ist. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, diese Reflexionsfragen und auch dieses, was da für Kriterien, das sind nur Beispiele. Es sollen halt Reflexionsanlässe sein, sich genau darüber Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich, was meine Studierenden lernen und wie erreiche ich das und wie sieht das aus mit den Sachen, wie wir es bisher machen. Und ich glaube, da müsste man sich halt hinsetzen und dann überlegen, okay, wenn ich ein Essay schreiben lasse, was ist das eigentlich, was mir da wichtig ist, was ist mir vielleicht nicht so wichtig und wie könnte sich das durch solche Tools ändern, halt ganz analog dazu. Genau. Soll ich einfach mal weitermachen? dann kam die Frage, wie das ist, ob Studierende, dass man das mit Studierenden, also wie haben die das denn gemacht? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Und da kam auch schon eine gute Idee, nämlich das in irgendeiner Form auch darstellen zu lassen. Das wird auch öfter jetzt diskutiert, ob das zum Beispiel im Methodenteil, wenn man jetzt so eine klassische Hausarbeit im Imrat-Stil hat, irgendwie Methodenteil mit angibt oder sonst irgendwie als Kennzeichnung. Und ich glaube, was da aber besonders wichtig ist, ist das mit den Studierenden auch zu besprechen. Also einfach auch mit den Studierenden darüber zu sprechen, wenn sie jetzt zum Beispiel Paraphrasieren anwenden mit ChatGPT, wie machen sie das, wie können sie das gut machen und so weiter. Und dann auch ja einfach im Gespräch mit den Studierenden rausfinden, ob die das dann machen oder nicht. Also mir kommt das manchmal so vor, als sehen wir die Studierenden auch als so eine Blackbox, wo am Ende irgendwo eine Hausarbeit rauspurzelt. Aber im besten Fall sollte das natürlich im Seminar oder in der Vorlesung oder wie auch immer auch thematisiert werden, was man machen kann und was nicht. Okay, jetzt habe ich auch den Überblick verloren. Genau, das Gleiche bezieht sich ja auch auf die Eingabe der Prompts. Auch das kann da eben thematisiert werden. Gibt es ein generisches, methodisches Vorgehen beim Generieren von Prüfungskriterien? Und ich habe auch noch Schwierigkeiten, mir wasserdichte Kriterien zu überlegen. Aus Sicht einer Mitarbeiterin in einer didaktischen Serviceeinrichtung würde ich jetzt sagen, wenden Sie sich an die KollegInnen an Ihrer Hochschule, dass Sie sich dabei unterstützen lassen und auch zum Thema Prüfungskriterien erstellen, gibt es einiges an hilfreicher Literatur. Das ist jetzt natürlich nichts, wo, also ich kann jetzt nicht schnipsen und dann ist die Lösung für alle da. Ja, ich glaube, wir können nicht alle Fragen beantworten, deswegen greife ich jetzt nochmal eine raus, die ich besonders spannend finde von Christoph Schwarz. Ist es denn überhaupt eine gewollte Kompetenz, dass die Studis in der Lage sind, KI zu nutzen? Ist es nicht immer wertvoller, wenn die Studis Hausarbeiten selbst verfassen? Und genau diese Frage sollten sie sich stellen. Also genau das ist das, und das können wir ihnen nicht sagen. Das müssen Lehrende am besten auch irgendwie in Fachverbänden und so, weil es natürlich fachspezifisch ist, für sich entscheiden. Und das wird auch von Fach zu Fach sehr unterschiedlich beantwortet werden. Und sich dann genau die Frage zu stellen, was passiert denn, wenn Studis ihre Hausarbeit oder also eine Hausarbeit verfassen, ist ja auch sehr breit gefasst, was genau ist damit denn gemeint? Ne? Also was fließt da alles rein? Wo kommt die KI da zum Tragen? Und sich dann genau zu überlegen, was ist wirklich wertvoll? Wo möchten wir, dass die Studierenden das selber machen? Und was ist vielleicht was an die KI ausgelagert werden kann, wo eben neue Sachen dann gelernt werden müssen? Und das mit den Studierenden auch zu besprechen. Denn ich glaube, es ist auch, also wenn am Ende geht es um die Frage, können wir den Studierenden auch den Studierenden vermitteln, dass es sinnvoll ist, bestimmte Sachen im Lernprozess selber zu machen, um eben Inhalte zu verinnerlichen oder wie auch immer. Und das ist natürlich ein bisschen utopisch gedacht. So ist es bei uns im Bildungssystem, glaube ich, immer, dass wir denken, wir können alle intrinsisch irgendwie mitziehen. Aber eine bessere Chance haben wir, glaube ich, nicht, als deutlich zu machen, wann ist es sinnvoll, welche Erfolge und was für einen Gewinn haben Sie auch davon, bestimmte Sachen selber zu machen? Und wann eben muss man aber auch auf das professionelle Handeln später vorbereiten, was tatsächlich wahrscheinlich KI-gestützt sein wird? Also wir sehen das ja auch schon länger im Bereich des Übersetzens, wo DeepL ja schon dazugehört. Sie einerseits eben auf dieses professionelle Handeln vorzubereiten und andererseits irgendwie zu versuchen, da zu vermitteln, wo es sinnhaft ist, Sachen selber zu machen. Genau, im Moment kommen so viele Fragen im Chat, dass wir vermutlich nicht alle sehen können. Wir haben noch knapp 3 Minuten. Gibt es noch Fragen, die übers Mikrofon gestellt werden möchten? Da sehe ich jetzt tatsächlich nicht, dass sich da etwas tut. Ich
Ich glaube, ein Punkt, der jetzt noch aufkam, war das mit der Erkennung. Also können wir das erkennen? Und da habe ich unterschiedliche Gedanken zu. Also einerseits es ist es sehr schwer, das zu erkennen. Also es werben zwar einige Erkennungssoftwares damit, dass sie das könnten, aber viele Leute, die das ausprobieren, merken schnell, dass das wirklich nicht gut klappt. Also jetzt bestes Beispiel, letzte Woche irgendwann hat jemand die Unabhängigkeitserklärung der USA da irgendwie reingespeist und da kam raus, ja, zu 100% KI generiert. Also die Ergebnisse da sind wirklich mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen und das wird wahrscheinlich auch nicht besser werden. Und selbst wenn, kann man das ganz gut umgehen, indem man die richtigen Prompts gibt. Es ist aber auch die Frage, also und selbst wenn dann eine KI das erkennen könnte, hätten sie auch nur eine Prozentangabe im Sinne von zu 50% ist das vielleicht KI generiert, dann wissen sie auch eigentlich nicht, was sie damit machen sollen. Es ist aber auch fraglich, ob nicht tatsächlich sich das Schreiben auch gesamtgesellschaftlich verändern wird in eine Richtung, in der auch Texte mit KI-Stützung einfach geschrieben werden, sodass es vielleicht auch gar nicht mehr darum geht zu sagen, das ist von einem Menschen und das ist von der KI, sondern wir haben hybride Texte und dann ist es auch irgendwie irrelevant, ob es jetzt KI oder Menschen generiert ist. Das könnte auch eine Entwicklung sein, in die es geht. Genau, ansonsten auch vielen Dank für die Anmerkungen, die Sie füreinander im Chat machen, dass die Curricula natürlich weiterentwickelt werden müssen, dass die Prompts als Anhang in die Hausarbeit eingehängt werden könnten, zum Beispiel die Chatverläufe. Genau, das sind alles ganz, ganz hilfreiche Ideen. Vielen Dank dafür. Genau, und jetzt sehe ich gerade noch einen Kommentar, vielleicht keine Noten mehr, was ich einfach mal so als daraus jetzt so extrapoliere. Ich glaube, es ist halt eine große Chance, und das sagen ja jetzt auch viele, generell nochmal über Sachen nachzudenken, wie unser Bildungssystem funktioniert, wie wir eigentlich lernen und prüfen in Zukunft konzipieren wollen. Und das ist natürlich dann auch irgendwie, also es ist eine Herausforderung, aber es ist eben auch eine Chance, jetzt nochmal sich genau diese Fragen, und die Fragen sind keine neuen. Also die Fragen sind, warum planen die ihren Studis? Ja, weil sie keine Zeit haben, zu viel Workload oder einfach kein Interesse oder was auch immer. Ne, was ist gute Lehre? Auch das, ne, was will ich, was meine Studis lernen? Wie können sie sich in einem Fach sozialisieren und professionalisieren? Und so weiter. Das sind keine neuen Fragen, aber sie durch die KI können wir die uns jetzt auch nochmal irgendwie stellen. Und auch in Austausch dazu gehen. Deswegen finde ich solche Formate wie hier auch total super, wo wir jetzt einfach auch über sowas diskutieren und Ideen und Probleme, Sorgen und so weiter austauschen können. Ja, vielleicht einfach so viel. Wir sind jetzt gleich auch noch 20 Minuten am Netzwerktisch zu unserer Session für Fragen da. Da können wir vielleicht auch nochmal direkt in den Austausch kommen. Also dann, wenn jetzt Fragen uns einfach komplett untergegangen sind. Sie sehen es ja selber, dass da gerade ganz, ganz viel passiert ist, auch im Chat. Einfach jetzt gleich zu den Netzwerktischen kommen oder uns per E-Mail oder hier in der Plattform kontaktieren. Vielen Dank. Ja, von meiner Seite vielen Dank.